Okay, ich sollte jetzt online sein. Willkommen zum nächsten Stream von Skycraft heute. Und ja, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut irgendwie. Ich sollte eigentlich alles eingestellt haben, richtig? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie zu laut ist in der Aufnahme. Ich kann ja mal kurz im Stream nachhören. Also ich mache mal kurz den Desktop-Sound aus und dann gucke ich mal. Genau. Ich habe ja heute kaum Verzögerung, da geht das ja gar nicht. Scheiße. Da muss ich das mal so machen. Kaum Hä? Ist echt kaum Verzögerung. Ich habe jetzt erstmal pausiert, damit das geht. Eventuell. Ah, die Verzögerung stellt sich wahrscheinlich mit der Zeit ein. Okay, ich teste es nochmal. Ja, nochmal Sound aus hier, ne, für euch. Wegen Verwirrung und so. Nee, doch, das geht. Ja. Aber es ist echt extrem wenig verzögert heute. Ich weiß nicht warum. Okay, Sound wieder an. Musik auch wieder an. Und ja. Ah, wundert mich irgendwie, weil... Ich weiß nicht. Es wird hier in OBS so anders angezeigt. So komisch. Naja. So, jetzt erstmal 2 Minuten hier im Inventar gewesen. Dann können wir auch mal anfangen. Ich hoffe, ich bin produktiv einigermaßen. Und ja, ich will dann auch noch Tiny Aura 3 streamen. Ne, der zweite Stream nach Ewigkeiten. Und ja, ich gucke erstmal in die Leaderboards. War LP mit Juli heute wieder da? Ja, vor 2 Stunden, okay. Und wie sieht Spielzeit technisch aus? Ja, 20 Stunden habe ich jetzt erreicht. Jetzt. Geil. Okay. Ja, und sonst ja 8 Tage jetzt sind auch erreicht, ne? Bei 200 Stunden. Ah, scheiße, ey. Ach du Heilige, ey. Also bis ich das schaffe. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht mal einen Tag voll. Oh Leute, wieso leckt das jetzt? Kann das mal aufhören, bitte? Okay. Ja, was machen wir denn? Ist die Frage. Ich gehe mal schlafen. Und dann überleg ich mir was. Oh ne, Alter, es laggt schon wieder. Was ist denn das? Hat doch sonst funktioniert. Und ich habe jetzt die Bitrate auch nicht so hoch gestellt. So, ich habe mir jedenfalls ein eigenes Jetpack gemacht. Und das werde ich jetzt mal laden gehen. Hier unten. Vielleicht schaffe ich ja noch irgendwas Technisches zu machen. So. Okay. Die Frage ist, was brauchen wir als nächstes? Ich guck mal hier bei den Achievements. Ja, hier hinten. Da hatte ich irgendwie mal Bock drauf. Place a piece of bathroom furniture in your home. Ja, nice, ne? Komm mal hier. Add Mod. Ne, Add Mr. Crayfish, ne? Genau. Und jetzt brauche ich Bademöbel. Was ist denn? Was, wo sind denn die? Sind die nach Zimmer sortiert? Ah, hier Badewanne. Ah, mit Quarzblöcken. Toll, die kriege ich nicht. Wo soll ich denn die herbekommen? Wallkabinett, Alter. Wieso craften wir alles aus Quarz? Sind die blöd? Es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, wenn man das aus Keramik craftet einfach. Wow, ich kann mir ein Radio craften. Naja. Vor allem mit den Diamanten noch. Oh ne. Das mache ich lieber nicht, sonst regt sie sich auf. Aber in einem Einzelprojekt würde ich safe machen. Einfach so aus Joke. Yellow Present. Was ist das hier? Light Blue Kitchen Counter. Ja, das ist alles mit Küche, ne? Und ich krieg halt hier keinen Quarz. Obwohl, warte, vielleicht geht das ja auch. Wenn ich das platziere, dass er dann das Achievement anerkennt. Was kommt eigentlich danach? Install an appliance in your home. Okay, ein Herd. Oder ein Oven. Ach du Scheiße, das ist ja übelst teuer, das Zeug, ey. Was ist da denn los? So, naja, erstmal das hier nehmen.
Vielleicht kann ich ja hier eine andere Seite machen. Was war denn jetzt nochmal wichtig, ey? Ich vergesse das immer. Ich brauche immer meine To-Do-Liste. Sonst ich weiß einfach nichts mehr. Also, was hatte ich vor? Ich ziehe mal das Jetpack aus, solange ich hier bin. Ich meine, ich könnte jetzt irgendwie stupide irgendwas durchsieben oder so, aber nee, das ist mir jetzt auch zu langweilig. Ich will irgendwas craften oder irgendwas schaffen, ne? Vielleicht kann ich die Insel erstmal erweitern, solange ich überlege oder so. Ja, mal gucken. Na, eigentlich steht ja noch ein PvP-Event aus, ne? So. Okay, ich guck mal was. Warten wir mal ab. Ich hoffe übrigens, dass alles funktioniert jetzt auch, dass es nicht so laggt und so im Stream. Das wäre mal ganz cool. Und ich bin hier neulich irgendwie einfach vom Server geflogen. Da wurde ich gekickt und dann bin ich gestorben, als ich mich eingeloggt habe. Und was ist das denn? Lol, soll ich da mal hinfliegen? Ich weiß nicht. Ich zoome mal ran. Aber warte mal, gibt's hier nicht auch Optifine? Ich guck mal, wo das hier ist. Es müsste ja irgendwo hier unten sein, glaube ich. Open Computers. Nee, hä, wo ist denn? Wo man auch Kamera und so einstellt, keine Ahnung. More Overlays. Na, das findet man bitte alles nicht. Das muss doch irgendwo gehen. Gameplay vielleicht. Irgendwo muss es doch Zoom geben. Hä? Vor allem wie diese Schrift hier genau am ersten Pixel von dem Fenster anfängt, ist auch nervig. Camera, zoom in. Hä, was ist das denn? Man kann rein und raus zoomen, ach C. Ich probier mal F. Hä, wo ist denn jetzt, was ist denn noch belegt mit F? Ich kann ja auch G oder so probieren. Ja, G geht. Okay. Krass. Und dann noch FOV. Das müsste ja auch gehen, ne? Geil. Das ist irgendwie so ein einzelner Steinblock einfach nur. Man kann jetzt schön weit gucken. Nicht schlecht. Aha. Okay. Interessant. Was soll ich dazu sagen? Boah, ey, schon dieses FOV hier. Jetzt muss ich die ganze Zeit zu spielen, das wär's. Da hinten war ich auch neulich mal. Da habe ich ein bisschen vorbeigeguckt. Und ja, am Spawn ist jetzt irgendwie ein Netherportal. So, ich könnte ja theoretisch mal zum Spawn fliegen, oder? Ich will ja nicht so viel Holz verballern. Ey, oh, ich gehe jetzt einfach mal Holz farmen, würde ich sagen. Das braucht man immer irgendwie. Oh, ich könnte mal unten eine Baumfarm machen, stimmt. Das wäre eigentlich auch mal gut. Da müssen wir nicht hier oben immer nur die zwei Bäume da benutzen. Da haben wir mal mehr Fläche. Okay, da gehe ich mal daran. Also, was ist immer sinnvoll zu haben? Denn auf Dauer nervt es ja echt, diese 1000 Bäume abzureißen. Und ich meine, gut, wir haben eh genug Cobblestone. So ist es ja nicht.
Also so. Hätte ich jetzt auch einfach reinschiften können, von da oben aus craften, aber naja. Huch. Ah, hier habe ich... Ah, ey, wir haben eigentlich kaum Lagerplatz. Wir brauchen unbedingt neue Kisten. Das kann weg. Ja, und ach so, hier. Die Sachen, die ich zum Craften benutzt hatte, die können hier rein. Das hier sollte ich mal essen. Und die zwei Cobblestones oder den Rest, den tue ich mal hier weg. Fürs Erste. Kann ich das noch durchmachen? Genau. Okay. Ja. Dann gehe ich mal runter. Und baue hier so ein bisschen rum. Wir können ja eigentlich auch mal in diese Richtung gehen. Mache ich vielleicht hier dann so die Baumform, ne? An dem Block passt das? Oh, mal da, an der Stelle. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Ist das eine gute Anzahl? Ich hoffe es doch mal. Und ja, ausleuchten darf ich nicht vergessen. So. Huch. Ja, ich glaube, ich lasse die ganzen Slabs, die ich verbaue, quasi immer hier stehen und baue die dann am Ende ab. Das ist doch besser. Und ja, wegen der Anordnung mache ich mir dann gleich Gedanken, wo die Bäume dann hinkommen. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geht das? Kann eigentlich hier schon der erste hin, ne? Dann so alle drei Blöcke. Das ist immer ein guter Abstand. Hier, soll ich noch einen? Ich weiß halt nicht. Hauptsache, hier ist ausgeleuchtet alles. So. Dann kurz hoch. Okay. Jetzt habe ich überhaupt hier eine Eisenspitzhacke. Okay, so. Huch, warum gehe ich immer auf die 1 aus Versehen? Ist doch sonst nie so. Naja, egal. Ach so, und was mir noch einfällt, shit, das hätte ich vorhin schon machen müssen, und zwar Tiny Aura 3 starten. Ey, fällt mir ja früh ein gerade. Wieso startet das jetzt nicht? Muss ich die Seite nochmal neu laden oder was?
Und geht's? Alter, was ist denn jetzt los? Ich guck gleich nochmal. Hey, what the fuck, warum lädt das jetzt schon wieder hier nicht? Also das buggt irgendwie mit OBS schon wieder rum. Es geht nicht. Was ist das? Warum kann ich da nicht... Warum... Ach, ey. Ich mach jetzt endlich mal das weg. Das sollte reichen, oder? Hoffe ich. Tja. Was ist jetzt los? Geht das jetzt? Alter, warum? Ey. So ein Schrott. Hä? Die Seite funktioniert nicht. Hä, what the fuck? Ich verstehe es nicht echt. So. Also wenn ich die Hauptseite von Eternus aufrufe, geht's. Hä, es geht nicht. Warum? Ich gucke jetzt in den Discord von Eternus. Steht hier was? Nee. Announcements. Nee, ist älter. Community. Irgendwas mit RAM. Support. Did you guys crash randomly? Okay. Eternus down, fragt einer. We are aware. Okay, also ist es bei den anderen auch. Das ist doch scheiße, ey. Guck mal, ob es jetzt geht. Jetzt lädt es schon mal oben im Browser. Ah. Jetzt ist es wieder da. Kann ich jetzt starten? Boah, ey, das regt mich auf. Vor allem Codierung überlastet bei OBS, Alter. Was? Warum? Weißt du, als wäre es nicht schon genug. Da kommt das auch immer noch dazu. Ey. Ja, was streame ich sonst, wenn das jetzt nichts wird? Schon wieder Tiny CA, das hatten wir ja letzte Woche erst. Oder irgendwas im Singleplayer. Ah ne, 19 Minuten. Oh, Alter. Oh. Scheiße. Warum denn so lange? Hätte ich es doch nur vorhin gelassen, ey. Stand 15 Minuten, ich hätte das einfach... Ich dachte so, ja, egal, starte ich gleich nochmal. Da habe ich es gleich wieder gestoppt. Weil ich so dachte, naja, ich streame jetzt eh erstmal. Ah, ey, so eine Scheiße. So, jetzt erstmal. Ja, was machen wir da jetzt noch? Ich weiß nicht, ey.
Was könnte ich mir noch craften? Ich meine, Rüstung wäre ja auch mal ganz gut. Ich mach mal folgendes, ich schmelze mal ein bisschen was hier ein. Damit das mal auch vorangeht. Das kann ja hier nicht ewig liegen bleiben alles. Deswegen nach unten. So, was haben wir hier noch drin? Gar nichts. Okay. Kommt das mal alles rein. Ah, die Musik erinnert mich immer an 2015. Das war noch chillig. Damals mit den Streams von Spark of Phoenix, beziehungsweise den Videos zum Beispiel. Ah, was war denn das? Wo hier diesen einen Mod gezockt hat. Osborn Mod, genau. Das war eine geile Serie, oder? Da hatte ich generell auch noch Zeit, die Streams zu gucken. Das war halt auch noch geiler. So. Okay, ich gehe mal runter und guck mal, wie weit das ist. Okay. Dann mal alles raus. Wir müssen ja echt mal so einen Timer eigentlich anbauen, dass es das immer automatisch rausnimmt aus der Schmiede. Das wäre eigentlich echt mal viel besser. Beziehungsweise eigentlich auch mal eine größere Schmiede. So. Hallo? 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 Ja. Moin, moin. Ah, moin. Ja, ich stream die ganze Zeit schon Skycraft. Ich spiele Suro die ganze Zeit nebenbei, ich habe nicht mal was gegessen. Lol. Warum? Ich bin ein bisschen geflaxt. Wie, du spielst seit gestern nur Suro? Hä? Läuft, ne? Ja. Muss ich mir Sorgen machen. Ja. Okay. Ah, du wirst dich bestimmt wieder aufregen, dass ich jetzt eine Baumform gebaut habe in Skycraft. Junge, wer? Wie, wer? Wenn das jetzt stimmt und wenn du dafür jetzt eine extra Platze gebaut hast, dann gibt's so Ärger, dann hol ich spreng alles weg, was du in meinen Projekten hast. Hä, was? Wieso? Nee, nur weil du dafür eine extra Platte jetzt dran geklatscht hast in unserer Insel. Hä, wieso? Weil unsere Insel ist schön, wir haben gesagt, wir bauen da nichts dran außer unten und wir, wenn ich gleich. Hä, ich hoffe für dich, dass du es nicht getan hast. Oben habe ich nichts gemacht, ich habe unten an der Technikplattform. Weißt du? Na oben mach ich vergrößert, du hast keine weitere Platte dran geklatscht. Du hast aber keine weitere Platte dran geklatscht. Nein, ich habe unten die Plattform vergrößert. Achso, das ist okay, weil wenn du noch eine Platte dran geklatscht hättest, hätte es Ärger gegeben. Ja, also oben an die Insel habe ich nichts gemacht, das ist ganz normal. Ja, da mache ich ja nichts, das weiß ich ja. Und ich habe die unten jetzt so erweitert, dass das symmetrisch zur Insel ist, weißt du, weil wir hatten bisher nur so in eine Richtung gebaut und jetzt habe ich das mal in die andere gemacht. Bisschen weiter. Weißt du? Musst du dir jetzt vorstellen. Also die Insel ist in der Mitte und ich habe in die andere Richtung, dass das so ein bisschen symmetrisch und so ist. Was willst du eigentlich? Naja, ich will, dass du es so verstehst, weißt du? Guck's dir lieber mal an, bevor du mich nachher wieder vermöbelst, bitte. Ja, heute nicht. Wie heute nicht? Ich mach's lieber, wenn ich streame, weil ich mag es, mein Stream sich zu beschimpfen. Hä, warum? Das ist scheiße. Oh, ja, das ist auch scheiße.
Was? Weißt du, dass der Unterschied zwischen Skycraft und einmal scheiße ist? Hä? Hä, findest du Skycraft so schlimm? Nein, Junge, was denkst du, warum ich so viel Folgen davon hab? Das Ding ist nur, du machst das so oft scheiße, du sprichst sowas nie mit mir ab. Ich sprech alles mit dir ab, wenn ich was mache, und du machst nie was. Hä? Das Problem ist, du machst nie was. Was laberst du, wenn... Was laberst du, Junge? Ich bin immer, wenn ich da bin, habe ich in meinen Folgen immer schon was machen will, habe ich nie Bock, weil du nur Scheiße gebaut hast. Oh, ey. Das stimmt nicht. Sag mal. Natürlich stimmt das. Ich mach doch nicht nur Scheiße. Tiny Aura, in 11 Minuten ist es an. Sag mal, was ist denn mit dieser Maus, Alter? Die hängt ja durchgehend. Kannst du mal aufhören, Sick? Mhm. Womit? Du hörst jetzt auch auf. Okay. Weil irgendwann lacht nicht mal der Harry. Der Harry. Wer ist das? Musst du herausfinden. Was denkst du, wer der Harry ist? Wiss ich nicht. Haribo, ja. Oder was? Was für Haribo, Alter? Auf welchen Drogen bist du denn? Gute Frage. Zu viele Koks geschnupft, oder was? Das will ich jetzt hier nicht beantworten. Kann ich Eisenbarren zu Eisenblöcken umcraften? In Skycraft. Alter, haben wir mehr Platz in der Kiste. Die ist nämlich ganz schön voll. Wie fand das macht den ganzen Tag Zoro zu spielen? Also ich hätte da keinen Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach nur langweilig auf Dauer. Ich bin eh nicht der Typ, der irgendwie den ganzen Tag eine Sache zockt oder so. Das bin ich. Einen kompletten Tag ein Tiny Qua. Ich habe ja einmal mit Lukas die ganze Nacht deswegen durchgemacht. Da bist du irgendwann, bist du wieder. Ja. Ja, okay, guck mal, da Tiny CR7 hat so gut angefangen, Junge, am Ende ist. Das Ding ist halt, guck mal, ich habe mich immer um die ganzen Events gekümmert. Da als wir die immer diesen Stress hatten, habe ich schon keine Events mehr gemacht und was passiert, das Projekt ist ausgestorben. Ja. Ja, ja, siehst du, also, und ihr habt immer wegen jeder Scheiß bei den Events gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich mach jetzt keine Events mehr, siehst du, das Projekt ist kaputt. So, herzlichen Glückwunsch. Naja, es ist nicht kaputt. Schön. Doch, natürlich ist das komplett kaputt gegangen. Es war seitdem niemand mehr aktiv. Das letzte Mal, wo so viel da waren, war beim Nether-Event. Nicht mal beim End-Event waren Leute da. Ja, das ist halt auch blöd, wenn dann so viele beim End-Event fehlen. Ja, deswegen. Naja, und du, wenn du wir jetzt Spaß Events... Das Projekt zerstört. Wenn wir jetzt auch Events gemacht hätten, dann hätte es auch nichts gebracht, weil dann wäre es wie beim End-Event gewesen. Wahrscheinlich. Nein, beim Anti-Mind hat doch keiner Zeit gehabt. Das Sick, red dich jetzt nicht raus. Wir wissen beide, dass du und Lukas das Projekt zerstört haben. Hör auf, dich einmal rauszureden und akzeptier es einfach, weil du weißt ganz genau, dass ihr rumgemeckert habt und seitdem ich nichts mehr gemacht habe, ist das Projekt kaputt gegangen. Das wissen wir beide. Es gab viel zu viel Streit in Tiny CA. Und dazu kommen noch die ganzen Folgen auf Igits. Dann hab ich immer irgendwelche Statements dazu rausgehauen. So, ja, das nervt mich und das nervt mich. Keine Ahnung. Tja. Hättest du so eine Scheiße bauen sollen durchgehend. Ach, ich hab...
Calling with Regeneration. Das Gruselige ist, mit dem Texture Pack macht es irgendwie Spaß hier zu spielen. Ich hab jetzt nämlich ein 1.14 Texture Pack gefunden. Echt? Naja, ich muss gehen nochmal runter. Okay, Ola, in 3 Minuten startet Tiny Aura 3. Was würdest du eigentlich in Tiny Aura 3 machen? Ich weiß nicht. Ja, das Ding ist, ich habe mich entschieden, ich möchte Tiny Aura 3 beenden auf meinem Kanal. Das Ding ist halt, weißt du, was ich mache? Du wirst mich vielleicht deswegen hassen, weil ich will jetzt noch, und zwar möchte ich jetzt was gucken, okay? Was? Ich werde ein neues Projekt setzen, und zwar weißt du, wie es, und weißt du, was es wird? Was? Tiny Aura 4. Hör mir aber erstmal zu, bevor du rummeckerst. Also, ich will erstmal gucken, ob das daran liegt, dass das Skyblock ausgelutscht ist oder ob es einfach nur an der Organisation der Admins liegt, weil Tiny Aura 2 ist auch sehr, sehr gut gelaufen, hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Ja. Und deshalb will ich dann irgendwann jetzt der nächste Tiny Aura 3 beenden, das kannst du mir noch weiterspielen. Dann guck ich halt auch, dass du es langsam auch beendest, weil ich glaube nicht, dass es so lange wie Tiny Aura 2 geht bei deinem Kanal. Ja, nee, geht's auch nicht. Ja, und dann will ich das noch einmal testen, und wenn es dann nicht läuft, dann heißt es wirklich, dass Skyblock kaputt gegangen ist. Und also, dass das keiner mehr spielen will, aber weißt du, wenn... Ja. Was soll ich das sagen? Naja, um Tiny Aura 4, nee, eigentlich bin ich ja dann wieder dran, weißt du, mit Tiny Aura 4. Ich weiß, aber ihr, du kannst jetzt gar keine Admins mehr, ihr macht ja keine Projekte. Ach so, ja, weil es ja jetzt Tiny heißt, immer noch, stimmt. Na egal. Du kannst es eh besser als ich. Hat mir ein Tiro gesehen. Ja, Tiro 2 wird auch noch mal auf Server laufen, aber nur mit hier Leuten aus der Tiny Gruppe. Ja. Oder auf einem Athanos-Server. Auf einem Athanos oder Athanos? Ich hab jemanden am Spawn gefunden. Ich hab grad mit dir auf das Ding anzugreifen. Hm. Ah ne, sind zwei Spieler. Scheiße. Ich kann die doch nicht angreifen. Scheiße. Soll ich die trotzdem angreifen? Gerne. Es ist Revi! Alter. Dieser komische Modus, wo du jede Sekunde rausfliegst, ey. Oh. Hä, was ist denn das? Ich kann meine Maus wieder nicht Junge, Mann! Ich wollte ihm gerade hochhelfen, Junge, zickt, aber ich kann schwer spielen, scheiß Feind, Alter. Ich räume mal noch meine Sachen weg, geh gleich auf Tiny Aura 3. Gibt's eine kurze Streampause. Das rein. Erde rein. Damit du es zur Verfügung hast, alles. Wenn du dich dann wieder in der Folge über mich beschwerst. Aber ich habe jetzt auch ein Jetpack, das heißt, ich kann schnell abhauen vor dir, wenn du mich angreifst. Ja, ich kann noch die Baumform kurz bepflanzen. So, ausgeleuchtet ist alles. Vielleicht hier noch. Okay. Ja, dann war's das. Ich gehe erstmal runter und ja, bis gleich in Tiny Aura 3.